Uiuiuiui, hier geht es aber ab. Oh. Bevor dich hier aktivierst, du Penner. Boah, das war ja wohl der perfekte Sprung, oder? Jetzt auch verschnieseln. Was ist das denn? Was ist das? Was aktiviere ich hiermit? Ich möchte wirklich nichts übersehen. Ich gehe nochmal zurück, vorsichtshalber. Weil diese Metallkiste, warum ist die da? Die muss doch irgendeinen Grund haben, oder? Oh Mann, ich will nichts übersehen. Echt nicht. Und dann gehe ich noch? Nee, ne? Ach so. So. Oh! Also der Drichtsprung, der ist schon echt geil, muss ich sagen. Der kann mal, war ein guter Tipp. Ah, ja. Da erinnere ich mich auch wieder gerade an was. Genau, das ist nämlich auch nochmal eine Kiste da hinten. Also bin ich da mal zurückgegangen dann, um die nochmal zu holen? Oder habe ich es irgendwie geschafft, hier mich reinzumogeln? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, mich da reinzumogeln. Egal, hey. Ach, ich habe das Leben nicht bekommen, ne? Scheiße. Ah, wir können jetzt hier ganz viel rutschen. Okay, das Leben habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, dass da eins war. Können wir ihn noch holen, oder? Oh, holen wir uns. Ah, fuck, okay. Wir kriegen das noch. So. Oh, ey, das ist echt so schön, wenn man echt sich nicht stressen muss beim Aufnehmen, ne? Das ist so gerade ein Träumchen. Da bin ich auch selbst schuld gestern gewesen, ne? Weil meine blöde Zeitplanung und meine Faulheit. Und ich gesagt habe, nee, lass doch erstmal noch ein bisschen schlafen. Und dann 3 Stunden später machen wir auf. Ey, was geht? Stimmt, Kristall gibt's ja auch noch. Komm. Puff. Na. Komm, kannst du mich mal. Ah, so, mein Auge juckt gerade. Oh. Naja, wer braucht schon Masken? Komm. Auch so ein kleiner Flashback zum ersten Teil, ne? Hier diese Rolling Stones. Aus dem gleichnamigen Level. Oh, okay, noch 5 Stück. Komm, ey. Ich sehe die 5 Stück schon. Oh yeah. Wir schaffen's. Okay, ich habe nicht gesehen, dass da eine Lücke ist. Das war fies. Ich dachte, es wäre durchgehend. Geh mal hier auf die Hirse. Das war knapp. Boah, hier habe ich auch. Oh, stimmt, als ich die eine Kiste immer übersehen habe, ne, die mir am Ende noch gefehlt hat, habe ich hier so viel gemacht, ne? Immer wieder zurückgegangen, dann hier auf die oberste Kiste draufgesprungen von da vorne. Einfach um zu gucken, ob die da vielleicht ist. Aber nee, das war die im Bonuslevel, die ich euch beim letzten Mal schon gezeigt hatte. Die auch gar nicht so nett platziert. Okay. Ich konnte einfach nichts sehen. Kurzen Blick zurückwerfen? Nee, alles cool. Ich dachte, mein Handy wird vibrieren. Ich lasse dich in Ruhe, Pinguin. Man muss ja nicht immer sinnlos töten. Und du greifst mich ja nicht direkt an, in diese zum Stachel. Gehst du bitte mal da hoch. Dankeschön. Okay. Alles geholt. Fuck you, Cold Hard Crash. Kannst mich mal. So. Okay, heute nochmal 20 Minuten mit dem Level zugebracht. Ey, sehr gut. Alter. So, 2 Level haben wir hier noch in Warp Room, ne? Dann ist einmal nochmal ein Bienen-Level und das 2. Ruinen-Level. Ich mach das ja nach der Reihenfolge. Also erstmal sind die Ruinen dran. Bei den anderen beiden habe ich ja, glaube ich, schon bis jetzt ab mit Ausnahme der Relikte alles geholt. Boah, das wurde doch mal Zeit jetzt, echt, ey. Das hat wehgetan. Ja, ist okay. Schon mal eine Nachricht? Nee. Oh, ich mag die Warp-Musik. Einfach mal ein bisschen zuhören. Nee, okay, komm, starten wir mal rein. Hier gibt es dann offensichtlich auch 2. Ich weiß nicht, ob ich da was Farbiges für brauche. Schalte einen neuen Weg frei, indem du uns den grünen Edelstein erhältst. Den habe ich schon. Hervorragend. Sehr gut. Es gibt ja also kein Nicht-Sterben, gar nichts. Und nur 84 Kisten, hey. Ah, die Ruinenlevel, die fand ich früher richtig kacke. Aber ich finde das Design hier aus dem zweiten Teil von Ruinenlevel echt geil. Ach so. Ach, das war wieder so eine Falle.
Dahinter war eine wahrscheinlich eine Nitro-Kiste, denke ich mal. Ja, dahinter. Da habe ich sie gerade kurz aufhüpfen sehen. Da, seht ihr? Sauerei, sowas. Hallo Maus. Also das ist auch interessant, weil sobald ich die Maus töte, fängt nämlich die Eidechse an zu laufen. Die Kragenechse. Wollte sagen, oder auch nicht. Ich will aber auch kaputt machen. Ich bin zu aggro. Schnell! Hurtig! Checkpoint! Ah, die gefallen mir richtig gut, echt vom Aussehen her. Na, schade. Na, komm. Auch den Affen muss ich nicht töten. Hi! Es wird ein Pazifismus-Part. Papi, Papupu. Papus Pyramide. Ah. Oh, das war richtig geil. Komplett weggepfeffert. Alter, dass ich einfach mal so einen Sprung nicht schaffe. Ne? Das wäre auf der PlayStation 1 niemals passiert. Also wenn, dann wirklich aus Doofheit, weil ich dann irgendwie abgerutscht bin oder so. Das will ich auf jeden Fall nicht ausschließen. So. Was ist da oben? Da muss ja auch was Tolles sein. Ich glaube, da vorne wird es interessant. Und da hinten im Hintergrund... Oh, eine Maske, nett. Im Hintergrund sehen wir schon da einen Affen hier mit seinem Baumstamm, ne? Das finde ich auch echt geil, dass sie sowas machen, ne? Das ist mit so einer Weitsicht. Weil von hier aus sieht das total kolossal und furchterregend aus, das Gerät. Ist es ja im Endeffekt auch. So, ich glaube, das werden alles Nitro-Kisten, wenn ich mich nicht irre. Uiuiui, jupp. Jetzt hat sich ausnahmsweise mal was an was erinnert, ey. Ich bin erstaunt. So, Checkpoint. Gucken wir mal, ob auf dem Grünweg auch noch Kisten sind. Besser als die Bienen auf jeden Fall. Das ist ja, dass ich überhaupt nicht gerafft habe früher, dass man die wegdrehen konnte. Ich glaube, ihr habt mir das sogar erst gesagt, oder? Ich weiß ja gar nicht mehr. I need birds, birds, birds. Hallo, Holz. Ja, Holz vor der Hütte hier. Fuck, mein Akku ist leer gleich. Ja, war dumm, war dumm. Ist okay. Ich habe keine Maske mehr. Lass mit der Entfernung abschätzen hier mit dem. Oh, fuck. Ich wusste nicht, dass der erst schon so schnell kommt. Jetzt habe ich auch wieder echt viele Leben doch verloren. Gerade noch so über 20. Und hier kam mir es gar nicht so schlimm vor, der Lebensverlust. Aber ich. Okay, ich kriege hier aber auch nichts, ne? Hier gibt es ja keine. Oder so gut wie gar keine Wumperfrüchte und sowas. Ich kann hier so durchheißen. Schnauze! Lalalalala. Ich dachte, die Nachwirkung des Feuers würde mich Kapotski machen. Die Herrschaft des Feuers. Mann! Ah, da war ich aber auch zu übereifrig, weil im Endeffekt kann ich ja eigentlich so durchpacen und muss dann einfach nur drehen, wenn der Baumstamm kommt. Ist auch gut so. Warte ab. Dankeschön. So, so nehme ich. Nicht. Im falschen Moment wäre es echt nur doof. Müsste auch mal gucken, ob es hier vielleicht sogar sinnvoll ist, mal einen Edelsteinweg zu gehen, wenn ich die Zeit mache. Uiuiui, war aber knapp, so. Ach so, man kann ihn also doch damit töten. Das ist ja interessant. Haben wir ja schon sowas schon gedacht. Slippery Soils. Pillar, Pillar, genau. Nicht Puller. Da gab es keine Kisten bisher, ne? Es wird ja wohl auch keine geben, so wie es aussieht. Das ist sehr gut. Ohne Maske, die nehme ich natürlich mit. Dankeschön. Ein recht großer Geheimweg ist das. Nein! Oh, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Es ist echt immer so traurig, wenn man einfach einen Sprung nicht schafft. Echt. Es tut weh, es tut weh. Getroffen werden ist eine Sache, ne? Und einfach nicht springen können und nicht dort landen können, wo man denkt, dass man da landet. Das ist echt traurig. Vor allem, wenn es da auch auf den ersten Blick so aussieht. Ach klar, schaffe ich das. So, uno, dos, tres, drehen. Ach, fuck.
muss mich früher drehen. Das, was ja zwar vielleicht so ein bisschen an Verzögerung drin hat, so diesen Bruchteil eines Sekundenbruchteils ungefähr. Das macht aber dadurch wieder wett, dass das Drehen, glaube ich, länger anhält als auf der PlayStation 1. Also, dass der Effekt länger anhält. Das kann man ruhig zu früh machen, das funktioniert dann trotzdem noch. So. Was los? Smoke, smoke, weed, weed, every day. Genau das meine ich. Ah! Dummes Kind, Dennis. Man muss wirklich echt an der Kante sein, damit man die Sprünge schafft. Dich ist hart. Oh, fuck, das war auch richtig dumm. Kann man ja anders sagen. Ich glaube, ich mache das jetzt aber auch wirklich auf eine sichere Art und Weise, weil ich verliere hier doch ein bisschen zu viele Leben für meinen Geschmack. Ist aber nur meine persönliche Meinung natürlich, ne? Also zum dritten komme ich schon. So, okay, da warte ich jetzt nochmal einen ab. So. Hau ab! Alter, was ist hier los? Warum hast du denn keinen Rutschsprung? Du kommst so viel weiter mit. Ja, ich weiß. 13 Leben. Game over, ich komme. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch einen kompletten Wurf vor mir. Sobald ich bei Zeitrelikten bin, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr Game over gehen. Weil ich ja bei Zeitrelikten kein Leben verliere. Aber mit meinen 13 Leben, die ich jetzt hier noch so habe, da muss ich schon noch so ein bisschen auskommen zumindest. So. Ein paar Wumperfrüchte wären gar nicht mal so unschlecht. Kann man mal wirklich mal so ein bisschen auf sicher gehen. Meine Wumperfrüchte. Ah, guck mal, gibt fast ein neues Leben bald. Ja, Dennis auf jeden Fall. Nein, Alter, wieso krieg ich das denn nicht hin? Ey, dass ich einfach nur an Sprüngen scheitere, ne? Das ist so traurig. Oh. Entweder zu kurz oder zu lang. Ne? Dass ich das mit meinem echt offensichtlich räumlich nicht begabten Auge nicht erkennen kann, wie weit ich springen kann. Oder wie weit ich jetzt schon gedrückt habe, dass er dann springen wird. Bla. Oh, ist das ätzend auf jeden Fall. Ich fühle mich einfach unfähig. Also. Selbst wenn das Spiel anders ist als der erste Teil, als die PlayStation 1 Teil, ne, dann sollte ich das so langsam trotzdem mal verinnerlicht haben. So nach dem Summen. Boah, fick dich doch ins Knie, 1000 Parts. Ja, komm, gib mir doch noch eine Maske, weil die bringt mir ja was, wenn ich in den Abgrund fall. Das wäre cool, wenn die mich rausholen würde. Wenn der sich aufopfern würde, damit ich überleben kann und die Welt zu retten. Also ich habe eigentlich wirklich nicht gedacht, dass mir das Level Probleme bereiten wird. Vor allem, ich habe ja jetzt wirklich nur einen Bruchteil davon bisher gesehen, ne? Eieiei, hey, das kann ja alter werden, ne? So, machen wir einfach den hier. Wir kriegen doch gleich eh eine neue Maske. Ist ja jetzt auch egal. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt nach dem dritten Affen noch kommt. Also, ich gucke ihn auch so hin. Heia! Heia! Hier bin ich natürlich so ein bisschen zeitlich begrenzt, ne? Mit den Affenarsch da vorne. Warum stirbst du nicht? Stirb eines Grausamlos! So! Passiert hier nur irgendwas Böses? Ne, da vorne ist der Edelstein. Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke. So. Haben wir den schon mal. Wo komme ich hin? Ne. Ich glaube, das ist nicht cool. Das ist, glaube ich, nicht cool, ne? Ich glaube, ich bin schon ziemlich am Ende. Ich denke mal, ich werde mich töten. Ja, ich werde mich töten lassen. Da waren keine Kisten. Mega! Also halt echt gut, dass ich den Edelstein oben behalte, ey. Wenn das nicht so wäre, wäre echt ätzend. Dann fällt mir fast der Arsch, ey. So. Wohin das wächst nun? Oh!
Bonuslevel. Ich kriege ein paar, vielleicht ein Leben zurück. Oder fünf. Mir wäre beides recht. Letzteres aber lieber. Okay, ja, gibt aber, also die Ausbeute sieht jetzt erstmal... 49 Kisten, was? Was ist das denn? Alter, nicht schlecht, ey. Sind zwar jetzt gerade noch 17 Wupperfrüchte, aber auf jeden Fall schon eine ganze Menge Sachen zerstört. Da ist ein Leben drin. Warum ist da kein Leben drin? Da ist ein Leben drin! Warum ist da kein Leben drin? Scheiße. So. Und die Kisten halten sogar eine TNT-Ladung aus. Das sind Badass-Kisten. Huh. Ah! Da ist ja der Abgrund runter. Hab ich zu spät gesehen. Ich dachte, das wird weitergehen. Huch. Mein Fehler. Ich hab hier 11 Leben. Ey. Das ist gar nichts. Boah. Ja, auf jeden Fall jetzt mich ja im nächsten Level ein bisschen besser anstellen. Also selbst der Bogen hat mir richtig was gekostet an Leben. Das ist krass. Badabadumpf. Pumps. Ja, heute ist recht viel los hier. In Duisburg, ne? Am Sonntag. Also für den Sonntag besser gesagt. Wir haben bei uns in der Stadt nämlich Weinfest. Und gestern war halt Wetter scheiße. Wir sind jetzt den ganzen Tag eigentlich geschifft. Und jetzt gehen sie wahrscheinlich alle heute. Deswegen auch der Verkehr, den ihr vielleicht hört. Und vielleicht noch der ein oder andere Krankenwagen, der sich hinterher nochmal melden wird.